Servus, guten Morgen, willkommen zum Börsenbuffet, zum Livestream hier zum Germany 30, der an 123 gerade dabei ist zu aktivieren. Hier ist die vorbörsliche Spanne 8 bis 9, dauert noch 2 Sekunden, dann sehen wir hier den Beginn des Präsenzhandels. 14.521 sehen jetzt einen Stundenschluss drüber, damit die Möglichkeit für eine Fibonacci-Preiserweiterung nach oben. 5.91 ist die 61.8er. Klappt der Trendaufbau? Wir werden es sehen anhand des Trendfilters. Grundsätzlich sehen wir positive Tendenz bei den Tech-Werten in den USA. Aufgrund der Tatsache, dass die Staatsanleihen kein neues Zinshoch gemacht haben, also nicht weiter gesunken sind, 132,93 ist die 100er-Extension des Tops vom letzten Jahr. Ja, das ist allerdings hier immer noch die Frage. Die Vola ist hier raus, die Bewegung, das Momentum kann aber durchaus wieder zurückkommen. Heute wird ja die amerikanische Notenbank beginnen zu tagen. Morgen Abend an 20 Uhr ist die Bekanntgabe des Sitzungsergebnisses. Und ich schaue jetzt gerade mal, ob es morgen eine Pressekonferenz geben wird. Da gehe ich auf federalreserve.gov und siehe da, da ist ein Sternchen, 16.17. mit Sternchen. Und Sternchen heißt, da gibt es dann auch eine Summary of Economic Projections. Also da eine Zusammenfassung und auch eine Pressekonferenz. Um 20:30 Uhr. 3 Wochen jetzt in die Zukunft gedacht, werden wir das erfahren, was da jetzt heute begonnen wird an Diskussionen. American Airlines, gestern der CEO, davon gesprochen, dass er jetzt das Ende der virtuellen Welt kommen sieht. American Airlines mit einer Bodenbildung hier im Mai 2020, Vollimpulsauffächerung, dann Korrektur zurück an die 61,8, mehrmals versucht hier in Richtung der 1 wieder zu gehen und dann eine erneute Impulsauffächerung. So kann man sich hier auch dann orientieren. Wenn ich mal hier das ein bisschen die Zukunft rausnehme, dann sieht man hier, hat man mit dem tieferen Tief, 28. Oktober war tiefer als der 3. August, wieder eine 1, 2, 3, die sich dann auch voll aufgefächert hat. Ja, in der 4,23er gab es eine 1, 2 mit einem Impuls nach oben, einem erneuten. Den kann man dann wieder sich anschauen. Ja, man wartet immer auf die 4,23er. Und dort schaut man dann, gibt es eine Trendwende oder gibt es eine Impulsfortsetzung. Genau so was haben wir im Bitcoin zurzeit. Da gab es eben auch in der 4,23er bisher keine Trendwende, sondern Trendfortsetzungsmuster. Und genau das kann man hier bei American Airlines auch wieder ja, nach oben sehen. Der Aufwärtsimpuls ist hier zu sehen. Und dann guckt man eben, gibt es ein tieferes Tief? Ja, da wäre quasi dieser Impuls nach oben. Das könnte man dann absagen. Und es gab hier kein tieferes Tief, sondern Gap Up, aber auch keinen Schlusskurs über der 18.06. Man sieht, die schließt genau in der 18.06, taucht dann nochmal ab und attackiert dann die 18.06. Man sieht, und dann hatten wir quasi am 19. Februar dieses Jahr, das war gerade ein Preisalarm, der losgegangen ist, bei Deutsche Pfandbriefbank. Gehen wir doch gleich mal da drauf. Die attackiert nämlich die 9,29 im Wochenkerzenchart, könnte mit einem Wochenschlusskurs über 9,29 in 1, 2, 3 tief entstehen, 11,97. Das kann man sich beobachten, kann man anschauen, 1,4%. Jedenfalls American Airlines, wenn wir uns das weiter anschauen, die ist dann eben hier nach oben durchgelaufen, ist jetzt eben an der 1,618er Fibo-Auffächerung angelangt. SimCity TV, der Chart, den stelle ich ins Chartforum.
Fraport ein halbes Prozent jetzt im Plus, die waren vorbörslich stärker im Minus. Sie haben einen Ausblick gemacht auf das quasi Quartalszahlen gemeldet und mehr Verlust gemacht als erwartet. Ja, also wenn das Ende der virtuellen Welt kommt, dann könnte vielleicht auch Fraport profitieren. Fraport insgesamt hier mit einer bullischen Auffächerung, die hängen an der 100% Extension bei 54,16 fest. Und ja, da muss man jetzt halt mal gucken, ob hier eine Trendwende kommt. Die könnte kommen bei 51,60. Im Tagesschluss drunter 51,55 habe ich mir hier einen Preisalarm reingelegt. Germany 30 mit einer 1, eine 2. Wenn kein höheres Hoch kommt, da könnte eine Trendwende, ein 1, 2, 3 Top draus werden. NDAQ im Stundenchart ganz normaler Rücklauf, Support potenziell 13107, die 61,8 Extension, 5 Minuten Chart auch kein richtiges Top. Also insofern neutraler Rücklauf beim NDAQ. Bitcoin hier mit Gegenbewegung, man sieht im Stundenkerzenchart ist ein 1-2-3 Tief entstanden. Ich hatte im Live-Chat, den ihr unter Nachrichten und Marktanalysen unter CMCTV findet, heute Morgen schon mögliche Unterstützung und Widerstände genannt zum Bitcoin. Da hat hier einen wichtigen Support gehalten, macht ein 1-2-3 Tief und geht hier in eine Gegenbewegung. Das ist im Übrigen das erste 1-2-3 Tief, das wirklich überzeugend aktiviert werden kann, seitdem der angefangen hat zu rutschen. Also eigentlich seit Sonntagnacht Korrektur im Bitcoin, jetzt Trendwende. Und Euro-Dollar macht eine 2, zurück auf die 100er Extension. Da könnte eine 3 draus werden, wenn er über 1,20, 1 über das Hoch vom 11. März geht. Da habe ich mir auch einen Preisalarm eingestellt, sodass ich das dann auch mitbekomme. Germany 30 macht ein höheres Hoch, Top-Gefahr damit gebannt. Und innerhalb dieses Rücksetzers ist jetzt eine 1, 2, 3 entstanden. Ja, kann man unterstützen, quasi das dann auch verwenden. 534, 52, die vorbörsliche Spanne zu überschreiten, würde bedeuten, hier so eine Impulsverlängerung könnte kommen nach oben. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten anschaut, dann kommen heute um 11 Uhr der ZEW, 14.30 Uhr. Normalerweise aufgrund der Sommerzeit wird eine Stunde früher gehandelt, 13.30 Uhr. Die Einzelhandelsumsätze aus den USA, eine Handelsbilanz und die Importpreise kriegen wir da auch mit. Und dann kommen noch die wöchentlichen Redbook, 13.55 Uhr. Um 14.15 Uhr dann Industrieproduktion aus den USA, 16 Uhr dann noch Großhandelslagerbestände und vom NAHB dann noch die ein paar Immobiliendaten. Also hier ganz schön viel an Daten heute, bitte aufpassen zu diesen Uhrzeiten. So, wir haben jetzt eine Signalkerze, aktivieren von dem prozyklischen 1, 2, 3 wird sofort wieder revidiert, müssen wir ein bisschen aufpassen, NDAQ jetzt an der potenziellen Supportzone. Ich gehe in 1-Minuten-Chart, um zu gucken, wie er mit dieser Supportzone gedenkt umzugehen. Hypoport ist im Plus vorbörslich gewesen, gab es einen Analystenkommentar. Mal gucken, was die jetzt machen. Ja. Nochmal ein Versuch. 1,9%. Pardon. Bei Hypoport volle Impulsauffächerung fast geschafft. Hier kann man jetzt im Tageschart auch, muss man aufpassen, ob hier eine 1, 2, 3 kommt. Die hätte hier bei der 2,61er schon kommen können. Jetzt mit dem tieferen Tief sieht man ganz viele Stops gerissen. Also ein ziemliches Schlachtfeld im Tageskerzenchart bei Hypoport. Also wir suchen so ein bisschen so ein 1, 2, 3 her vom November zu halten.
Also ich weiß nicht so recht. Schön ist anders. Auf jeden Fall etwas, was man beobachten kann, wenn die 423 erreicht wird oder ab jetzt, ob eine 123 kommt. Bisher ist es einfach ein intakter Abwärtstrend bei Hypoport. CompuGroup Group auch von Warburg, die sehen ein attraktives Kurspotenzial bei CompuGroup Group. Hier hat man schon mal eine Top-Bildung. Ich suche jetzt im Chart bei CompuGroup Group das hoch. Das war am 5. November. Ja, also was jetzt Warburg hier als attraktives Kursniveau sieht, ist eigentlich der Widerstand bei 70,87. Das ist genau der Auslösepunkt für eine Top-Bildung. Also darunter bleiben könnte sich das nach unten auffächern. Also der Rücktest nach oben, den wir jetzt sehen, ist eigentlich bisher nur ein Bestätigen des Tops. Wenn wir da drüber gehen und das halten, dann würde die Welt wieder anders aussehen, ansonsten jetzt nicht. Ist kein schöner Impuls hier im NDAQ. Kann sein, dass nochmal ein tieferes Tief kommt. Muss aber nicht unbedingt. Ich weiß es ja nicht, aber ja, wenn das erst so seitwärts läuft und dann anfängt zu steigen, schöner Impuls wäre sowas, ja. Zack, in einer Linie. Das ist das hier offenbar nicht. Verbraucherpreise in Frankreich, eine schwarze Null, erwartet wurde minus 0,1 nach plus 0,2 im Vormonat. Und wenn ich an Verbraucherpreise denke, denke ich jetzt automatisch an Mais, Soja und Weizen. Hier aufpassen, bei Mais Trendwende möglich unter 5,2153. Wir können hier schauen in die Preisalarme. Und sehen dort, habe ich bei Mais bei 5,21 bereits einen Preisalarm gesetzt. Also wenn wir da runter gehen, dann könnte hier ein Top entstehen bei Mais, bei Sojabohnen ist bereits eins entstanden. Hier bin ich im Stundenkerzenchart. Und bei Weizen könnte auch ein 1, 2, 3 Top entstehen, wenn wir hier unter die 1 gehen. Also durchaus spannend. Der Germany 30 hält den Ausgangspunkt von dem Impuls von der Eröffnung. Rohöl-Rücksetzer hält jetzt aber die 1. 54, 54, 64, 54 zu brechen nach unten könnte zu einer Top-Bildung führen. Ich nehme mal 64,10 als Preisalarm, das tiefere Tief. Also, die versuchen sich hier auf einem sehr hohen Niveau zwischen 4,23er und 5,81er Extension an den bullischen Druckaufbau. Ob das klappt, wird man sehen. In der RQ jetzt dann doch. Ja. Naja. Also, aufpassen, was die Nachhaltigkeit von dem angeht. Das ist kein schönes 1, 2, 3. Markt scheint aber jetzt mal drauf zu reagieren, auf jeden Fall höher zu ticken. Mal schauen, ob das zweifelhafte 1, 2, 3 reicht, dass der Germany 30 hier einen Trend aufbauen kann, was er bisher nicht tut. Er ist also damit neutral. Bank of America erhöht das Kursziel für die Volkswagen-Vorzüge von 192 auf 218.
aktuell 202 Euro bei Volkswagen. Neutrale Konsolidierung, man kann sich das ja auch nochmal in Vollbild anschauen, diese Konsolidierung. So muss eine Flagge aussehen, Abwärtsimpuls und dann erstmal kein höheres Hoch, aber eben auch keinen Schlusskurs unter dem ersten Abwärtsimpuls. Ende 190,16 wurden gehalten und jetzt bullischer Druckaufbau nach oben. Daraus kann man möglicherweise hier in 1, 2, 3 prozyklisch werden, wenn Rücksetzer und dann höheres Hoch kommt. Insgesamt technisch betrachtet könnte Volkswagen vor einer Impulsverlängerung zur 261er, 225 stehen. 291 wäre die 423er. Also da geht richtig was bei Volkswagen. Da wird die Elektromobilität und die Fantasie hier gehandelt. Was spannend ist, ist aber bei aller Nachholfantasie, die eben Volkswagen haben könnte, die Tatsache, dass Tesla ein 1, 2, 3 Tief ausbilden könnte, wenn sie über 717,70 gehen. Also 718 als Tesla. Wo ist die Tesla jetzt hin? Da. Setze ich mal als Preisalarm. Also Bodenbildung möglich bei Tesla. Wenn wir dann in Richtung E-Mobilität gehen, auch Blick auf NIO. Ja, NIO ist einer dieser Fälle, wo es halt einfach einen Impuls gibt und kein klar abgetrennte 2. Das ist bei Tesla schon schöner. Also hier weiß ich nicht so richtig. Bei Nell wäre über 25,29 gehend ein 1, 2, 3 Tief möglich. 30. Ist Alarm. Fuel Cell Energy sieht so aus wie NIO. Power weiß man auch nicht, wo ist da der Anfang, wo ist das Ende. Plug Power auch. Deutsche Pfandbriefbank 942 löst sich jetzt schon nach oben. Also hier beginnt der Ausbruch, Bewegung bei dem Geschäftshypotheken- oder Geschäftsimmobilienfinanzierer. Bereich Cannabis, Tilray, also auch eine dieser Fälle, wo mir das besser gefallen hätte, hätte sie hier quasi am 2. März schon ein höheres Hoch gemacht. Hätte man nämlich ein schönes 1, 2, 3 gehabt. Das ist halt diese Art von Erholung derzeit bei Tech-Aktien, die halt irgendwie auf geringerer Zeitebene stattfindet. Im Tageschart, aber alles andere Schönes. Im 4-Stunden-Chart bei Tilray durchaus in 1, 2, 3, das jetzt auffächert nach oben. Also die Halbwertszeit, die automatisch in der unteren Zeitebene, wenn die Impulse da sichtbar sind, ist natürlich diese ganze Impulsauffächerung von der Dauer geringer. Also die Erholungszeit technisch betrachtet ist geringer, als es wäre, wenn wir jetzt auf Tagesbasis schöne
Bodenbildungen hätten. Also deswegen irgendwie so dieser Beigeschmack von ja, ist vorübergehende Erholung bei Tech-Aktien, ja, übergeordnete Bodenbildung und neue Rekordhochs und die, ja, dieses Aufwärtsmomentum, ob sich das wieder entfaltet, da ist dann doch ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Also wir hatten mal diskutiert vor längerer Zeit hier auf CMC TV dieses Broadening Wedge. Und das ist so ein Trendfortsetzungspattern, hätte aber auch zum Trendwende-Pattern werden können. Wir haben aber das Hoch 2, also hier haben wir Hoch 1, Hoch 2, Tief 2, Tief 1, Tief 2. Wir sind über das Hoch 2 gegangen, Ausbruch, Rücksetzer und dann eben fast eine volle Impulsauffächerung zu 14.147. Und da ist jetzt auf Monatsbasis, ja, sieht man eben diese zwei langen Lunden. Also es gibt hier eben, wird rein verkauft, ja, in die Stärke. Auf Wochenbasis haben wir jetzt eine 1. Es entwickelt sich eine 2. Da könnte eine Trendwende draus werden. Oder, wenn das Impulsende gehalten wird, auch eine Trendfortsetzung. So ein neues Impulsmuster nach oben, ja. Grundsätzlich, wenn man sich diese Aufwärtsbewegung anschaut, dann versteckt sich darin auch ein prozyklisches Impulsauffächerungsmuster. Nehmen das mal in Pink. Und das ist mit der Schwäche, die wir jetzt die vorletzte und letzte Woche hatten, bestätigt worden. Die 257 ist bestätigt worden, heißt 13.35 Widerstand. Und das könnte sich jetzt insgesamt mal nach oben erneut auffächern. So viel zum Big Picture, NDRQ, Cash. Germany 30 bricht Signallinie. Ich schalte um in 10 Sekunden Chart, um ein prozyklisches 1, 2, 3 aufwärts gerichtet abzuwarten. Afria, weiteres Unternehmen hier aus dem Cannabis-Sektor. Ja, ähnliche Geschichte, tieferes Tief und dann halt jetzt Gegenbewegung, wenn ich in 4 Stunden Chart schalte, ja, da kann man den 1, 2, 3 dann erkennen. Also da auch wieder die Geschichte. Hohes Momentum der Erholung, keine Zeit im Tageschart für eine Bodenbildung. Im 4-Stunden-Chart muss man dann agieren, also wirklich in der ganz kurzfristigen Perspektive. Ja, und ich bin jetzt halt gespannt, da die Basis für diese Bodenbildungen bei vielen, vielen Aktien und eben auch im NDRQ schließlich, wenn wir uns den 4-Stunden-Chart dann anschauen, ja, im NDRQ ist ja auch nur im 4-Stunden-Chart ein sauberer Boden entstanden. Dann bin ich halt jetzt mal gespannt, ob diese Bodenbildung auf untergeordneter Ebene genug Power hat, um quasi hier dieses alte Hoch hier rauszunehmen. Darum geht es jetzt. Oder ob da dem Ganzen davor die Luft ausgeht. We will see.
Alexander Kuhn hat gefragt nach einer L-ASA, die hatte ich schon. Peter TH, Alexander Hartmut, schönen guten Morgen. Peter A mit dir. Ich habe schon mal geschrieben heute Morgen. Jetzt auch offiziell nochmal guten Morgen, Rainer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Bertolt, schönen guten Morgen. Walter, Servus. Nico, guten Morgen. Notschalter, Servus. Falki, guten Morgen. Wir stellen unseren Chat um auf einen internen, innerhalb der Plattform verfügbaren Chat. Dann findet ihr hier unter Nachrichten und Marktanalysen und dann CMC TV. Dort stelle ich auch 1, 2, 3 Setups dann vor, wenn mir welche auffallen. Auch welche, die hier nicht besprochen werden, finden sich dort im Chat, also bei uns im internen Chat. Ich habe ein Video erstellt, wo ich erklärt habe einmal den Unterschied zwischen Aktien und Aktien-CFDs. Das Video stelle ich jetzt in den Chat. Ganz kurz den Link raussuchen. Sollten Fragen sein zu CMC Markets und zu CFDs, können wir uns dann, wäre ich in einer Viertelstunde, würde ich einfach noch da bleiben. Also stellt gerne die Fragen zur Funktionsweise der Plattform, was da dahinter steht und so weiter. Aber gerade zum Thema Aktien CFDs habe ich in dem Video eigentlich alles, was mir jetzt dann irgendwie interessant vorkam, was die Unterscheidung und Einordnung angeht, euch gezeigt. Also klickt da einfach drauf, dann kommt ihr auf ein YouTube-Video, das ich zu dem Thema gemacht habe. Warta mit der Möglichkeit für eine Bodenbildung sollten Sie über 122,80 gehen. Ich habe einen Preisalarm bei 123 eingestellt. Ein Tagesschlusskurs darüber könnte eine Bodenbildung geben. Und da könnte eine Bodenbildung entstehen. Otto Lang stellt eine vermeintlich banale Frage, ist aber auch eine sehr gute Frage gleichzeitig. Warum finde ich nicht mehr Aktiencharts bei CMC? Also CMC Markets, und das habe ich in dem Video, das ich verlinkt habe, gerade auch aufgezeigt, ist ein CFD-Broker. Also bei uns handelt ihr CFDs, also Derivate auf Aktien zum Beispiel. Bei uns gibt es insgesamt, das kann man über die Produktliste erfahren, unter Unternehmen gibt es 9.251 Aktien-CFDs aus den verschiedenen Ländern und aus den USA zum Beispiel 4.215, aus Deutschland 244 Aktien-CFDs. Und schaut euch das Video an, da sind alle Details, die Referenz für die Kurse. Das sind die jeweiligen Haupt- und Heimatbörsen der jeweiligen Werte. Man sieht also hier, der Spread sind 30 Cent bei Warta, jetzt ist 20 Cent, also 119,20 zu 119, enger Spread.
Und so ist es eben auch, wenn man sich eine Afria anschaut, 1-Cent-Spread 2217 zu 2216, da ist eben die Referenz dann die Nasdaq und eben keine andere Börse, an der die Spreads dann größer sind. Immer beachten, die All-in-Order-Kosten, die bestehen eben auch aus dem Spread, aus der Kommission. Bei CFDs hat man Haltekosten und eben aus Kursgebühren, die bei CMC Markets, wenn man aktiv handelt, weltweit kostenfrei sind, mit der Ausnahme für Hongkong und Sydney. Da kostet es was. Aber ansonsten hat man für US-Aktien-CFDs, für deutsche CFDs auf Unternehmen eben keine Kursgebühren. Und das ist dann, wenn man das ansonsten bezahlen muss, auch ein Punkt, den man eben seine Orderkosten dann runterrechnen und runterbrechen muss. Genauso auch für Chartsoftware oder Chartanalyse-Software. Ihr seht, das ist hier nach der Plattform verfügbar. Wir haben auch jetzt ein prozyklisches 1, 2, 3, um auf das Thema zurückzukommen, 14, 5, 42. Validierungslinie jetzt 14, 5, 33, sollte die intakt bleiben, hätten wir jetzt ein Signal, dass wir eben einen Trendaufbau nach oben vor uns haben könnten. Ein Bruch der 14, 5, 33 könnte ein Hinweis sein für eine bevorstehende Seitwärtsbewegung. Bitcoin setzt die Gegenbewegung fort. Hängt jetzt an der 100er Extension fest. Zuletzt. Na, ihr habt im YouTube-Chat schon geschrieben, dass der Bierwagenfahrer ist da. Nein. Das ist ein Preisalarm. Fraport 51,55. Das ist das Charmante an Preisalarmen. Man bekommt es eben mit. So, Fraport könnte eine Top-Bildung vor sich haben. 51,60 ist die 1 eines 1,2,3s. Da kann man jetzt zum Beispiel im 1-Minuten-Chart sich die Geschichte anschauen. Mehr Verluste gemeldet bei Fraport, führt das eben zu einer Trendwende. Der Tagesschluss ist relevant bei Fraport 17:30 Uhr. Alles, was dazwischen passiert, ist eben ein Testing the Grounds. Also mal gucken, ob man hier stabile Unterstützung hat oder durchrutscht. Spannende Geschichte bei Fraport. Alex schreibt Rücktreten von der Bahnsteinkante. Es kommt ein eingehender Zug. Frank wünscht sich einen CFD auf den österreichischen ATX und auf das Währungspaar Rubel zum Euro. Und Frank fragt, ob da noch mehr Trader Interesse daran haben. Also für solche Requests ist am besten, dass ihr eine Mail direkt schreibt an kundenservice@cmcmarkets.de. Umso mehr sich das wünschen. Höher ist dann auch, wie wir das eben priorisieren können. In der Entwicklung der Plattform. Und der Germany 30 setzt ein Signal für eine mögliche Seitwärtsbewegung. Sie scheinen hier dem Braten nicht so recht zu trauen, der Bodenbildung beim NDAQ, zumal er ja unter der gedachten 1 jetzt sich einfindet und sich da gemütlich macht, als unter 1,2177. So ein bisschen tricky.
1-Minuten-Chart muss man jetzt auch gucken, ob hier nicht ein 1, 2, 3 Top draus wird. Alex fragt, siehst du einen theoretischen Zeitpunkt in der Zukunft, ab dem das Halten einer physischen Aktie vorteilhafter wäre als das CFD-Pendant? Also ich habe auch in dem Video eine Rechnung gemacht mit den All-in-Order-Kosten. Man muss halt natürlich seinen bisherigen Aktienbroker dann einfach vergleichen. Was die Kosten angeht. Man hat bei ETF-CFDs, bei CMC Markets keine Haltekosten. Also wir haben über 900 ETF-CFDs, die man eben haltekostenfrei auch über Monate oder Jahre halten kann, ohne dass da Haltekosten auftreten. Beim Aktien-CFD ja, muss man halt dann rechnen, was bezahlt man an All-in-Order-Kosten bei CMC Markets und was bezahlt man bei seinem bisherigen Broker, muss es gegenüberstellen und dann hat man auch den Punkt, ab wann der CFD attraktiver ist. Wenn ich jetzt grundsätzlich jemand bin, der eine Aktie kauft und jedes Mal jahrelang hält, dann ist ein CFD nun nicht unbedingt, muss das Attraktivste sein, weil man eben die Haltekosten bezahlen muss. Das ist ganz klar. Der Vorteil beim CFD ist, dass man eben nie voll investiert ist. Man hat immer nur eine Margin. Bei Unternehmens-CFDs ist das immer 20%. Also wenn ich für 10.000 Euro eine Aktie kaufe, dann muss ich nur 2.000 hinterlegen. Das muss aber nicht dazu führen, dass man eben immer das Fünffache kauft, nur weil man es kann. Ein Überhebeln aufs Gesamtdepot birgt eben, wie jeder Hebel, eben das Risiko, dass eben die Verluste genauso gehebelt werden. Also man muss eine individuelle Rechnung machen im Vergleich zu dem, wie die Kosten bisher sind, zu den Kosten, die dann da wären, wenn man eben ein CFD handelt. Man hat halt eine hohe Flexibilität, weil gerade bei ausländischen Unternehmens-CFDs man nicht irgendwie auf den Spread achten muss oder kommt man da schnell rein oder raus. CMC Markets stellt eben Kurse, deren Referenz die jeweiligen Heimatbörsen sind. Ich kann das nicht oft genug betonen. Vergleicht das bitte mit anderen Börsenplätzen und Handelsplätzen. Und CMC Markets ist ja nichts anderes als ein Handelsplatz. Dann kann für den Spread schon hohe, hohe Kosten auftreten. Einfach nur, dass man dann drin ist. Markus Key spricht an, gehebelte Produkte über einen längeren Zeitraum zu halten, ist riskant. Bitte mal intensiv mit der Wirkung eines Hebels bei Volatilität beschäftigen. Und da ist ein ganz klarer Vorteil vom CFD zu nennen, das ist ein linearer, stets gleicher Hebel. Der verändert sich nicht. Das gibt ja durch die Griechen oder durch Volatilität, durch Zeitverfall und sonstiges keinerlei Einfluss auf die Hebelwirkung. Der Hebel ist stets gleich. Grund dafür und dafür auch mal in Ruhe damit beschäftigen, ist das Mark-to-Market-Verfahren. Da wir ein eigener Handelsplatz sind und auch der Broker auf dem eigenen Handelsplatz, haben wir die Möglichkeit, bei einer laufenden Position ständig Gewinn und Verlust abzurechnen. Bei einem Hebelzertifikat hat man da Basiseffekte. Ja, der Hebel bei einem Hebelzertifikat, das 50 Cent kostet, ist höher als bei einem Hebelzertifikat, das 1 Euro kostet. Also nimmt der Hebel zu oder ab, je nach Entfernung zum Basispreis. Beim Optionsschein ist das gleiche.
Bei einem Faktorzertifikat ist es das Gleiche, bei einem Short-ETF gleicher Effekt. Beim Faktorzertifikat versucht man diesen Effekt, den Basiseffekt zu entkommen, indem man das jeden Tag wieder neu setzt. All das braucht man immer beim CFD. Das ist das einzige Instrument neben Future, das mir bekannt ist, das einen linearen, stets gleichen Hebel hat. Das gibt es ansonsten nicht. Ja, also ich habe bei 14.500, wenn ich jetzt eine DAX-Position oder Germany 30 Cash-Position im CFD eingehe, den gleichen Hebel. Wenn der jetzt 100 Punkte steigt, ist der Hebel immer noch gleich. Wenn er 100 Punkte fällt, ist der Hebel immer noch gleich. Der ist stets gleich. Also da gibt es dieses Argument von Markus, das ist richtig für alle anderen Produkte, außer dem CFD und außer dem Future. Beim CFD muss man sich nicht mit dem Hebel und dem Einfluss der Volatilität beschäftigen. QX6 sagt halt, wenn es einen garantierten Stop gibt, sind CFDs auch nicht gefährlicher als ein Knockout. Ja, also einen garantierten Stopp aufs Gesamtdepot aufgrund der Tatsache, dass wir regulatorisch eben eine Nachschusspflicht abgeschafft wurde, kann man nicht mehr verlieren, als Geld auf dem CMC-Konto ist. Und man kann eben einzelne Positionen auch mit einem garantierten Stopp, wenn er angeboten wird, auch absichern. Für einen ganzen German 30 Cash CFD ist die Gebühr dafür 1,50 €. Übers Wochenende, wenn jetzt zum Beispiel wichtige Meetings sind am Wochenende, wo irgendwas Krasses passieren kann, kann ich eben eine DAX Long- oder Short-Position, also eine Germany 30 Long- oder Short-Position, absichern mit einem garantierten Stop, zahle dafür einen ganzen CFD 1,50 € an Prämie. Und jetzt gehen wir mal davon aus, der DAX eröffnet am Montag bei 10.000. Einfach mal extremes Beispiel, ja. Und man hat aber seinen Rechnerstopp nur bei 14,4, dann kann man einen garantierten Stopp vereinbaren vor dem Wochenende. 14,4 will ich auf jeden Fall haben. Wenn der bei 10.000 eröffnet, will ich trotzdem 14,4 haben. Dann kann man das zu der Gebühr von 1,50 € machen. Wenn dann der Germany 30 am Montag bei 10.000 eröffnen sollte, bekommt man trotzdem 14.400, weil man einen garantierten Stopp gesetzt hat. Das gibt es zum Beispiel beim Future nicht. Da hat man dann einfach Margin Call und muss irgendwie Geld herschaffen, um diese Nachschusspflicht zu erfüllen. Das hat man beim CFD nicht. Ja, eben einzelne Slippage-Risiken absicherbar mit garantiertem Stop und Gesamtdepot-Slippage-Risiko in den negativen Bereich abgesichert durch Entfall der Nachschusspflicht. Bei Null ist Schluss. Bitte auch beim Knockout-Zertifikat, beim Hebel-Zertifikat auch das Thema Basiseffekt immer beachten. Ein Spread von 50 Cent zu 51 Cent, rechnet es bitte prozentual aus, was das euch kostet, wenn ihr für 10.000 € so ein Produkt kauft. 1 Cent beim Produkt, das 50 zu 51 Cent gestellt ist, man könnt das selbst ausrechnen, nicht von schlechten Eltern. Bei uns ist das Spread eben bei 14.528 zu 14.529 ist ein Punkt. Also ihr zahlt 1 Euro um 14.528 € Germany 30 Cash-Position aufzubauen. Also ab einem DAX-Punkt seid ihr quasi im Plus. Das sind also solche Rechnungen, die man eben, wenn man will, machen kann, um dann seine Orderkosten, die gerade wenn man aktiv handelt, doch schon ins Gewicht fallen, ja, unter Kontrolle bringen kann. Wichtig ist eben beim Germany 30, auch bei dem engen Spread, man hat über Nacht Haltekosten. Das immer auch beachten. Allerdings im Hebelzertifikat hat man auch Finanzierungskosten. Dass dann zum Beispiel Open-End-Hebelzertifikaten einfach über eine Anpassung des Basispreises, eine Verwässerung des Hebels in Rechnung gestellt wird. Bei uns gibt es eine separate Abrechnung der Haltekosten. 23 Uhr sieht man das eben auch, wenn man ein Demokonto eröffnet auf cmcmarkets.de, macht einfach eine Position auf im Germany 30. Und das sieht dann eben in der Kontoübersicht, sieht man dann eben die Aufstellung in Positionen.
eine Historie. Da sieht man dann eben, wenn er jetzt ein Demokonto aufmacht, eine Position aufmacht, im Germany 30 seht ihr das dann eben morgen oder eben in der Nacht, wenn ihr reinschaut, aha, separat, hier sind die Haltekosten. Im Hebelzertifikat wird das irgendwie reingerechnet. Ich will jetzt nicht das eine schlecht und das andere gut. Ich meine, ich arbeite für CMC Markets, ja. Aber ich will euch einen Vergleich einfach geben, ja, dass ihr, für mich ist es wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid, wo die Kosten herkommen, sodass ihr eben vergleichen könnt. Und wenn ihr euch am Ende für ein anderes Produkt entscheidet, ist es auch in Ordnung, aber ihr habt halt die Infos. Und darum geht es mir im Grunde. Dass er eine, im Englischen gibt es dieses Wort, dieses informed decision. Ich habe noch keine gute Übersetzung dafür gefunden. Aber eine sinnvolle Entscheidung treffen kann. Schutz von Kundengeldern und Einlagensicherung, bevor ich hier den ganzen Text vorlese, verlinke ich die Einlagensicherung. Den Link dazu, den findet ihr jetzt auch im Chat. Und Warta hat angeschlagen, da ist sie, ja, so schnell kann es gehen, 9,8% im Plus, an der 122,80 jetzt angelangt. Könnte beim Tagesschluss darüber Warta jetzt einen Boden ausbilden, 1, 2, 3 und der 22,80. Deutsche Pfandbriefbank hier auch über die 1 einen Ausbruch und Fraport versucht sich hier irgendwie zu halten. Rainer Dax hat es davor schon geschrieben. Gleich kommt der Bierfahrer zur Warta. Aufpassen bei gehebelten börsennotierten Produkten, da sind auch Finanzierungskosten drin. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wie sonst soll das zugrunde liegende Produkt von dem Emittenten sonst konstruiert sein? Schaut da bitte in die Produktbroschüren. Da steht das drin. Okay, sehr schön. Ich klinke mich an der Stelle aus, sage vielen Dank fürs Einschalten. Solltet ihr noch Fragen haben zu den CFDs, ich bin morgen wieder da, da ist der nächste Livestream. Ansonsten kommt gerne, lade ich euch ein auf den Chat auf der CMC Markets Plattform. Dafür benötigt ihr ein Live-Konto bei CMC Markets auf cmcmarkets.de. Findet ihr dazu nähere Informationen. Habt einen schönen Handelstag, einen erfolgreichen Handelstag. Bis morgen.